Willkommen beim Capstone Integralrechnung, zum Beispiel Wert eines bestimmten Integrals. Gegeben ist die Stammfunktion groß f einer reellen Funktion klein f. Von dieser reellen Funktion klein f ist folgender Ausdruck zu berechnen. Und zwar das bestimmte Integral in den Grenzen 0 bis a über f von x dx ist gesucht. Dazu hilft uns der Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung weiter. Das bestimmte Integral kann mit Hilfe einer Stammfunktion von f berechnet werden, indem ich obere und untere Grenze meines Integrals einsetze. Genau genommen ist es die Stammfunktion an der oberen Grenze minus die Stammfunktion an der unteren Grenze. Wenn es mir gelingt, diese zwei Funktionswerte zu bestimmen, habe ich den Wert des bestimmten Integrals. Nachdem aber die Stammfunktion hier als reelle Funktion dargestellt ist, muss ich nur ablesen. Der Funktionswert an der Stelle a, hier ist die Stelle a, der zugehörige Funktionswert ist minus 1. Wir erhalten also f an der Stelle a ist gleich minus 1 und wir subtrahieren davon f an der Stelle 0. F an der Stelle 0 können wir hier ablesen und das ist der Wert 3. Und damit ist der Wert des bestimmten Integrals, den wir gesucht haben, schlicht und einfach minus 4. Und damit ist das Beispiel auch schon gelöst.